2011 mit Josephine Rützel. Dann Lester von Lester aus der Wiebke, Führungssieger im Jahre 2004, Bundessieger 2005, Sieger der Leistungsprüfung mit 8,13 im Sattel, Nancy Hein. Gentleman von Gildo aus der Biene, Siegerhengst seiner Führung, Bundessiegerhengst 2009 und Bundesprämienhengst, Sieger über alle Klassen. Er wird uns vorgestellt durch Gesine Klinge. Dann Gildo vom Gigant, erfolgreichster Vererber in der Lebitzer Zoch bundesweit, bereits 9 geführte Söhne und zahlreiche Prämienstufen unter dem Sattel von Silvia Enke. Und Globetrotter vom Gentleman aus der Ungar, Siegerhengst 2011, Sohn des Bundessiegerhengstes Gentleman mit Caroline Klinger. Außerdem Ocean of Fire von Ollivander aus der Biene, süddeutscher Siegerhengst 2011, 2013 höchst geprüfter Lebitzer der Welt. Und im Sattel sitzt Susanne Rinzler. Alle Reiterinnen und Reiterinnen sind Freizeitsportler, wobei die jüngste von ihnen hier 13 und die älteste 52 Jahre alt ist. Und sie setzen hier die Traditionen der Familie Kramer fort. Meine Damen und Herren, die Lebitzer Quadrille von der Deckstation Wolrad Kramer. Viel Vergnügen! Thank you.
Thank you.
da ist er, meine Damen und Herren, der Initiator dieser Lewitzer Quadrille. Das ist Volmar Kramer. Siegerhengsten.